ist ja der Klaus. Der Klaus lebt. Ich bin's, Klaus, der Werner. Sieh an, das ewige Arschloch ruft nach mir. Der Dilettant sucht seinen Meister. Herzog heißt die Kreatur, die sich von Krümeln nährt, die meinesgleichen unter Tische fegt. Was willst du, Wicht? Ich hab dich so vermisst, Klaus. Ich dachte, du wärst tot. Ja, 3 Tage lang. Und dann wurde es mir sterbenslangweilig. Und ich bin wieder auferstanden. Wie Jesus. Wie Kinski, du Schlons. Das ist ja toll, Klaus. Vor einiger Zeit hat mich der Jack angerufen, der Jack Nicholson, und hat zu mir gesagt, Werner, hat er gesagt, du bist der Welt noch etwas schuldig, ein cineastisches Zeichen deiner schöpferischen Kraft. Und ich habe zum Jack gesagt, Jack, habe ich gesagt, ich will einen Film machen, ein gewaltiges Epos. Und dieser Film soll von allen apokalyptischen Filmen der apokalyptischste sein. Ich will einen Film über den Untergang des Abendlandes machen, den Untergang der Kultur, den Untergang der Bildung, den Untergang der Politik, den Untergang der Wirtschaft. Und jetzt, wie durch ein Wunder, pünktlich zum Casting im Pantheon in Bonn, ist der Klaus wieder da. Der Klaus, meine Muse. Klaus, du wirst die zentrale Lichtgestalt in diesem Film sein. Was sagst du dazu, Klaus? Sag doch was. Es kriecht durch den Titanenschatten meines Ichs ein Kakerlak, der sich als Künstler wähnt. Dreh ich ihn tot, den ekelnden Kerf? Lass ich ihn weiter winseln? Der Klaus, das ist der Klaus, wie ich ihn kenne. Das Jahrtausendgenie, der Schauspielgott. Spar deinen Speichel, Schleimesbruder. Ich füll dir sonst den Stammelschlund mit reifem Rotz von Reutgen-Rinnsteinratten. Bravo, Klaus. Du bist wieder ganz der Alte. Unser Projekt wird Filmgeschichte schreiben, Klaus. Husefack ist Fassbinder, wird man danach fragen. Klaus, sei meine Hanna Schigula. Sei mein De Niro und ich werde dein Scorsese sein. Ich werde dein Fellini sein. Ich werde dein Billy Wilder sein. Du wirst mein Stiefelknecht sein. Du wirst mein Fußabtreter sein. Alles, was du möchtest, Klaus. Aber lass uns diesen Film gemeinsam machen. Crash soll er heißen. Ein Film wie eine Naturgewalt wird das sein. Und um dich herum, Klaus, da sollen keine Schauspieler spielen, sondern Politiker. Politiker sollen Schauspieler spielen, die Politiker spielen, die Schauspieler sind. Und jetzt beginnt aber wirklich das Casting. Der erste Kandidat, der Norbert Blüm, ist schon da. Bitte sehr, Herr Blüm. Ich sag's euch gleich, ich bin kein Komiker. Mit Comedy und so einem Krempel braucht er mal gar nicht erst kommen. Diese meine darstellerische Sonderklasse, die kam mir natürlich zugute, als ich meinen persönlichen Jahrhundertsatz schuf. Und ihn hinaus in den Äther posaunte. Die Rente ist sicher. Um diesen Satz, da habe ich gerungen wie Weiland de Goethe um sein berühmtes Götz-Zitat.
Einen solchen Satz, vergleichbar nur noch mit Trapattonis, ich habe fertig. Den schüttelt man nicht einfach beiläufig aus dem Ärmel. Nein, da kämpft der Geist mit dem Gemüt. Da ringt der Verstand mit der Verdauung. Bis so ein Satz endgültig steht, da gehen dir Millionen von Hirnzellen verlustig. Aber eines Tages ist er dann da, der Satz, unter Schmerzen geboren. Bringt er mit Macht an die Öffentlichkeit. In diesem denkwürdigen Augenblick, da war dann auch der Genius in mir gefragt, was glauben Sie, wie lange ich an diesem Satz geübt habe? Nachts bin ich schweißgebadet aufgewacht, weil ich geträumt habe, ich hätte meinen Jahrhundertsatz kurz vor meinem großen Auftritt einfach vergessen. Ein Satz, dessen Genialität mir mit jedem weiteren Üben deutlicher ins Bewusstsein drang. Die Rente ist sicher. Ich war meiner immensen inneren Anspannung oft am Rande des Wahnsinns. Mir ging es wie dem Jack Nicholson in dem Film Shining, als er tausendmal den gleichen Satz in die Schreibmaschine hämmert. Ich habe tausend und aber tausendmal vorm Spiegel gestanden und unverdrossen deklamiert. Die Rente ist sicher, bis ich mir es dann endlich sogar selber geglaubt habe.